Hallo, liebe Freunde, heute stelle ich euch ein weiteres chinesisches Handy vor, diesmal im Unboxing, das Elephone P8000. Dieses Phone kommt in dieser Box, die recht voluminös ist. Ich zeige euch, was in dieser Box sich für Inhalt befindet. Zunächst hole ich das Handy raus. Das Handy ist also gut geschützt. Macht optisch einen sehr angenehmen Eindruck. Metallischer Glanz kommt mir entgegen. Es hat also einen Metallrahmen. Die Rückwand ist natürlich aus Plast, ist nur metallisch imitiert in ihrer Strukturierung. Unten befindet sich die USB-Buchse, die geschaltet ist, seht ihr. Auf der linken Seite keine Bedienelemente, auf der rechten Seite, werden wir dann sehen, befindet sich der Einschalter und die Lautstärkewippe. Ich öffne gleich mal das Gehäuse. Ich nehme dazu eine Spachtel, weil es mit dem Fingernägeln auf die Dauer doch sehr strapaziös ist. Um einen Blick in das Innenleben zu werfen, ihr seht hier einen eingebauten Akku, ihr seht keine Antennenelemente innen. Der Rückwand, ihr seht die drei Schächte, ihr seht diese Verplombung, die ich gerade zeigte. Okay, was ist noch in der Box? Es befindet sich noch eine Bedienungsanleitung in Englisch für Leute, die sich also noch nicht so mit Android auskennen, ist das eine nützliche Sache, ist in Englisch. Zertifikationszeichen sehe ich keine. Ich hole also da auch noch eine Folie des Versenders aus dieser Box. Und zu guter Letzt befindet sich also auch noch das Ladegerät und das dazugehörige USB-Ladekabel in dieser Box. Besonders bemerkenswert ist dieses Schnellladegerät. Schnellladegerät bedeutet, es hat also eine Kapazität von 2 Ampere. Allerdings das dazugehörige Ladekabel begrenzt diesen Ladestrom doch schon erheblich. Also ihr solltet zum Schnellladen doch ein eigenes kurzes besonderes Ladekabel nutzen. Wir reihen uns das mal kurz auf. Und was ich dann immer noch mache, ich schalte das Ding dann ein, um einfach nur zu prüfen, ob das Ding grobe Mängel hat, also ob sich's einschalten lässt. Beim Aufklipsen dieser Box hört er, wie fest die sitzt. Jetzt merkt ihr schon, es ist kein Metall, sondern es ist schon ein Plast. Dann versuchen wir es mal einzuschalten. Es bootet und nach kurzer Zeit meldet sich das Handy mit Android als betriebsbereit. Das war im Wesentlichen das Unboxing. Es gibt von mir bereits dieses GBS-Video dazu und in Kürze wird es auch das Feature-Video zu diesem Handy geben. Hier konzentriere ich mich ausschließlich auf das Auspacken, auf den Inhalt und auf das Aussehen dieses Handys. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, das Video anzuschauen. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch ein paar detaillierte Bilder des Innenlebens. Hier die Antennen. Das seht ihr, also sehr viel Sorgfalt ist beim Aufbringen des Antennen nicht vollbracht worden. Die aufklappbaren Schächte sind eine Besonderheit. Hier nochmal ein Blick auf die WLAN-Antenne. Hier seht ihr, dass sozusagen der Fingersensor doch sehr engen Kontakt mit der eingebauten Batterie hat. Hier unten die USB-Buchse, die geschaltet ist. Die Kopfhörerbuchse ist auch geschaltet. Also schaut euch mein Feature-Video an. Da werdet ihr erfahren, welche Eigenschaften das Handy hat. Danke für eure Aufmerksamkeit.